In der heutigen modernen Zahnmedizin haben sich Zahnimplantate als eine der beliebtesten und effektivsten Methoden zur Behandlung von fehlenden Zahnzähnen etabliert. Viele Menschen sind jedoch unsicher, ob Zahnimplantate auch mehrere fehlende Zähne ersetzen können. In diesem Video werden wir dieses Thema genauer untersuchen und herausfinden, ob Zahnimplantate eine gute Option zur Behandlung von mehreren fehlenden Zähnen sind. Zahnimplantate sind kein Viertlein ästliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen implantiert werden, um einen Zahnersatz zu unterster ein Viertel ziehen. Sie bestehen in der Regel aus Titan, einem biokompatiblen Material, das gut vom KAPR akzeptiert wird. Nachdem das Implantat in den Kieferknochen eingesetzt wurde, wird auf ihm eine Krone, Bra ein Viertel CKI oder Prothese angebracht, um die fehlenden Zähne zu ersetzen. Zahnimplantate bieten viele Vorteile gegenüber ein Viertel BER herkömmlichen Zahnersatzmethoden, wie zum Beispiel eine verbesserte Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit. Können Zahnimplantate also mehrere fehlende Zähne ersetzen? Die Antwort lautet ja. Zahnimplantate sind eine hervorragende Option, um mehrere fehlende Zähne zu ersetzen. Egal, ob es sich um zwei, drei oder sogar mehr fehlende Zähne handelt, Zahnimplantate können individuell angepasst werden, um die Zähne optimal zu ersetzen und das Aussehen sowie die Funktion des Gebisses wiederherzustellen. Wenn mehrere aufeinanderfolgende Zähne fehlen, können Zahnimplantate verwendet werden, um eine Bra ein Viertel CKI zu unterster ein Viertel ziehen. Bei dieser Methode werden die Implantate an den Enden der Zahnla ein Viertel CKI eingesetzt und dienen als stabile Anker FA ein Viertel R die Bra ein Viertel CKI, die die fehlenden Zähne ersetzt. Dadurch wird vermieden, dass gesunde Zähne beschliffen werden mal ein Viertel SN, um eine herkömmliche Bra ein Viertel CKI zu befestigen. FA ein Viertel R Patienten, die mehrere Zähne in verschiedenen Bereichen des Mundes verloren haben, können auch mehrere Zahnimplantate eingesetzt werden, um einen individuellen Zahnersatz zu schaffen. Dies kann in Form von einzelnen Implantaten, einer implantatgetragenen Prothese oder einer implantatgetragenen Bra ein Viertel CKI erfolgen, je nach den individuellen Bäder ein Viertelöffnissen des Patienten. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder Patient automatisch FA ein Viertel R Zahnimplantate geeignet ist. Um festzustellen, ob Zahnimplantate die richtige Option FA ein Viertel R die Behandlung von mehreren fehlenden Zähnen sind, sollte ein Zahnarzt eine GAA ein Viertelendliche Untersuchung durch FA ein Viertel REN und den Zustand des Kieferknochens, das Zahnfleisch und die allgemeine Gesundheit des Patienten bewerten. Wenn der Kieferknochen zu schwach oder zu da ein Viertel NN ist, kann eine Knochenaufbauoperation erforderlich sein, um das Implantat erfolgreich zu verankern. Zahnimplantate sind eine langfristige Investition in die Gesundheit und das Wohlbefinden des Patienten. Im Vergleich zu herkömmlichen Zahnersatzmethoden, wie herausnehmbaren Partials- oder Vollprothesen, bieten Zahnimplantate eine stabile und dauerhafte Lassung zur Behandlung von mehreren fehlenden Zähnen. Sie ermöglichen es dem Patienten, wieder normal zu essen, zu sprechen und zu latscheln, ohne sich Gedanken a ein Viertel BER lockere oder herausnehmbare Prothesen machen zu ma ein Viertel SN. Zusammenfassend können Zahnimplantate definitiv mehrere fehlende Zähne ersetzen und sind eine ausgezeichnete Wahl FA ein Viertel R Patienten, die eine dauerhafte und ästhetische Lassung FA ein Viertel R ihren Zahnersatz suchen. Durch die individuelle Planung und Anpassung können Zahnimplantate perfekt an die Bäder ein Viertelöffnisse und war ein Viertelensche des Patienten angepasst werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Wenn Sie mehr darüber ein Viertel BER erfahren möchten, ob Zahnimplantate die richtige Option FA ein Viertel R sie sind, vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem Zahnarzt und lassen Sie sich beraten.